habe ich mal ein etwas anderes Video für euch. Und zwar zeige ich euch meinen Spind. Also ich habe ja zwei Spinnen und wir fangen jetzt einfach mal mit dem ersten an. Das ist sozusagen mein Hauptspind und ja, ich mache ihn mal auf. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, aber ich glaube ja. Hier habe ich erstmal meine alten Stiefelschäfte. Und dann hängt hier noch eine Trense drin, die ich nicht so oft benutze. Da ist noch gar kein Gebiss drin. Hier ist der Hund überhaupt. Da. Aber hier ist noch eine Trense mit so einem lila Stirnriemen. Ach, lila, pink. Ja, Farben. Die benutze ich nicht so oft, aber die ist auch noch drin. Dann habe ich hier unten meine Sporen hängen. Einmal meine Alltagssporen mit Glitzer und Lackriemchen. Dann habe ich noch etwas längere Sporen. Auch mit so einem Gummi, so einem Schutzgummi. Und dann hängen hier noch die Sporen von meiner Mitreiterin. Die liebe Chrissy reitet ja momentan mein Pferd mit. Die hat auch ihre Sachen hier drin gelagert. Und dann habe ich hier noch meine Stiefeltasche. Für meinen Stiefel. Darüber habe ich auch einen Testbericht gemacht für eine befreundete Homepage. Und den Link tue ich euch unten in die Infobox. Da könnt ihr ja mal draufklicken. So, das sind meine Stiefel. Die sind von Ariat und die habe ich jetzt rund ein Jahr und ich bin sehr zufrieden. Das kann ich schon mal vorab sagen. Geht ja wieder rein. So, dann habe ich hier noch die Stiefel von meiner Mitreiterin, Chrissy. Und was ist hier noch drin? Lederpflegezeug, so eine kleine Probe. Und Shampoo. Chrissys Helm, die hat so einen braun hier von Uwex. Ich finde den braun auch ziemlich cool. Oh, sind Handschuhe rausgefallen. Aber ich glaube, der passt auch besser zu Chrissy als zu mir. So, ja, Handschuhe von Chrissy. Dann haben wir hier oben Chrissys Tasche. Ach, ich habe noch Leckerchen natürlich hier drin. Das ist so eine Box, die fülle ich immer wieder auf, wenn die leer ist. Ja. Dann habe ich den Power Phaser hier drin. Gegen Bremsen und Mücken, weil Robin hier sich ja nicht so gerne einsprühen lässt. So, dann haben wir hier noch meine Bandagierunterlagen. Einmal die ganz langen für hinten und die etwas kürzeren für vorne. Meinen Reithelm. Da fehlen leider drei Glitzersteinchen. Das nervt mich total. Aber vielleicht kriege ich die ja wieder dran. Und dann haben wir natürlich Bandagen. Die sind von Eskadron aus der Platinum-Kollektion. Ich weiß nicht welches Jahr, aber sie sind aus der Platinum-Kollektion. Und dann habe ich hier noch Gerte. Meine Springgerte. Natürlich in rosa. Wieso seht ihr das nicht? Ja, und Dressurgerten. Ganz normal. Die gehört Chrissy. Die hat so einen Gelgriff. Der verformt sich dann. Und die anderen sind halt ganz normale Dressurgärten. Und mehr ist hier tatsächlich gar nicht drin, weil der Schrank relativ klein ist. Aber ich habe noch einen zweiten und den zeige ich euch jetzt. So, und dann sind wir hier auch schon beim zweiten Schrank. Ich flupp aus dem Bild raus. Beim zweiten Schrank. Der hat kein Schloss mehr oder kein... Ja, kein Schloss mehr, deswegen kriege ich den anders nicht zu. Ja, Moment. Deswegen haben wir hier so einen Stopper. Das klappt eigentlich ganz gut. So, und hier ist so Krimskrams drin. Hier haben wir nochmal eine Trense. Diese hier. Mit so einem Stirnriemen, der ist ganz cool. Der glitzert, mehr Farben. Die benutze ich zum Longieren. Und dann habe ich hier auch noch meinen Lederhalfter drin. Mit Plüsch. Das hat er auch schon lange nicht mehr aufgehabt eigentlich. Und dann habe ich hier noch meine Longe. Auch zum Longieren natürlich. Was haben wir hier noch? Da haben wir hier die Western-Trense. Die hat hier so schöne Schnallen. Und auch kein Gebiss im Moment. Und dann habe ich hier noch, total ungeputzt, mein Glücksrad. Das ist so eine gebisslose Zäumung, die hat ja auch so ein bisschen Glitzer. Und dann haben wir hier noch das Martingal. Ne? Das kennt man ja. Und jetzt wird es interessant. Muss mich hinsetzen? Moment.
So, jetzt haben wir hier so einen kleinen weißen Eimer. Ich glaube, ich hole euch mal näher ran. Jetzt haben wir hier so einen kleinen weißen Eimer. Und da ist drin ein Sportermann fürs Handy zum Ausreiten. Eine Fliegenmütze. Moment. In schlichtem Schwarz. Dann haben wir hier einmal Kopfnummern von Cavalcade. Und nochmal Kopfnummern, die glitzern sogar. Die haben sich ein bisschen verheddert. Ja, die habe ich gewonnen. Dann habe ich hier noch einen Kuli. Und so Klebeband, wenn man die Zöpfe ein bisschen fixieren möchte. Und dann hoch. Schmeiße ich schon um mich. Habe ich hier noch meine Stollen. Für Springen. Was wir ja nicht mehr dürfen. Dann habe ich hier noch einen kleinen weißen Eimer. Den kriege ich gar nicht auf. Da scheint mir nichts Wichtiges drin zu sein. Okay. Keine Chance. Kriege ich nicht hin. Scheint aber, ich weiß, was da drin ist. Da ist so ein Leckstein drin, so ein Kräuterleckstein. Den mochte er nicht, deswegen ist er da drin. Dann habe ich hier so einen Beutel. Da sind Gamaschen drin. Von Escadron. Ganz schlicht weiße. Und dann habe ich hier eine Kiste. Mit, was ist da drin? So sieht's aus. Da sind Stirnriemen drin, Knotenhalfter, eine Anbindekette, ich glaube Sporenriemen. Dann habe ich hier noch meine Waschbox. Da ist Shampoo drin und ja, so eine kleine Stallapotheke mit Cremes und so weiter, also nichts Wildes. Das zeige ich auch irgendwann mal in einem gesonderten Video, wenn ihr Lust habt. Da könnt ihr euch alle meine Kisten mal so zeigen, meine Putzkiste, meine Longierkiste und. Ich habe genug Kisten. Erkennt ihr es? Das hat leider nichts gebracht. Aber ich habe eine Deutschlandfahne. Eigentlich kommt die so ans Auto. Ne? Kennt ihr ja bestimmt. So. Aber ich mache die immer beim Rubinho hinten ins Genick. Und dann gehen wir damit ausreiten und unterstützen jedes Mal bei der EM oder bei der WM die deutsche Mannschaft. Ja. Dann sind hier drin auch noch Hufglocken. Da habe ich einmal diese hier von Escadron aus der Next Generation mit den Sternchen. Und schwarze Hufglocken. Für alle Tage. Dann sind hier noch Dreieckszügel drin. Auch zum Longieren. Und dann habe ich hier meine Halfterkiste. Oh, die ist ganz schön schwer geworden. Da sind ganz viele Halfter drin. Und wie gesagt, wenn ihr mögt, können wir mal so ein Unboxing-Video machen. Das wäre eigentlich mal ganz cool, oder? Keine Geschenke auspacken oder Pakete auspacken. Aber mal alle meine Kisten. Das ist bestimmt auch eine Überraschung. Was ich alles wiederfinden würde. Geht zu. So. Dann haben wir hier oben noch Gamaschen, schwarze Dressurgamaschen von Equigard. Meine heißgeliebten Verivos. Und die Streichkarten dazu. Fesselkopfgamaschen. Die sind schon ziemlich alt, aber zum Verleihen sind die einfach super, finde ich. Und dann habe ich noch diese hier von Escadron. Die sind ziemlich stark gebraucht. Aber die benutze ich echt gerne. Die benutze ich immer für hinten. Und das war es auch schon mit meinen beiden Schränken. So viel ist es ja dann doch nicht. Ich habe halt immer vieles in Kisten, weil ich das sehr ordentlich finde und ganz gut eigentlich. Ja, das war es sogar schon. Ich habe nicht aufgeräumt vorher. Aber ich finde, dafür habe ich alles ziemlich schnell gefunden und konnte es ziemlich schnell rausrollen. Ich zeige euch gleich auch nochmal die Schränke, wie sie so aussehen, wenn man da so reinguckt. Und ja, sonst verabschiede ich mich schon mal und sage bis zum nächsten Mal. Check it.
Every day we're getting it. Ay, ay, check it. Put the place up. Yeah, we know what we made of. Can't get enough of you, boo. I'm a chaser. Face up. Now I feel a little major. Blink of an eye. Ego, I'm a taker. Shaker. Yeah, she was a born shaker. She shake me out that door to no place. Damn, why you doing all that? Thought you was my wife, but you stabbed me in the back. Something like a rose when we came out there. We settled facts like Da Vinci. I'm breaking codes or breaking backs. Come on, get your ass up if you're slipping. Put another smile like it was the last Christmas. Yeah. Yeah, we'll be alright. That's right. You keep messing up my mind, but I love your style.